Wie so oft, wenn man Befehle befolgt. 2 Jahre hatte ich keine Ahnung, ob Joey noch am Leben war oder was. Wann hast du es erfahren? So 4, 5 Jahre, nachdem ich hier runtergeschickt wurde. Hatte noch ein bisschen Heimweh und hatte die Fühler ausgestreckt. Da höre ich, einer von den Typen, die mit Joey weggefahren waren, redet gern, wenn er blau ist. Hat wohl rum erzählt, er soll für Leo irgendein Großmaul fertig machen. Dieses Großmaul hat dem Karl dann die Zähne eingeschlagen und den Kiefer gebrochen. Klingt, als hätte Joe es ihnen nicht leicht gemacht. Allerdings. Ein Joey Barbaro gibt nicht kampflos auf. Joey konnte sich befreien und war eine Weile auf der Flucht. Ging nach Chicago. Dachte, ein paar Typen dort würden ihm helfen. Die sind ihm aber in den Rücken gefallen. Naja, es kam, wie es kommen musste. Sie haben ihn verprügelt, ihm die Hände abgehackt, die Fresse zu Brei geschlagen. War nicht mehr viel übrig von ihm. Sicher, dass es Joe war? Wenn es nicht wäre, wenn Joe noch leben würde, hätte er mich gefunden. Das waren wir Joe schuldig, diese Penne auf meiner Liste zu erledigen. Danke, Lincoln. Ja, yeah, und so weiter. So wie du mich mit Gebieten zuscheißt, glaube ich fast, dass du auf mich stehst. Ansichtssache. Ansichtssache. So. Dann würde ja nur noch ein Viertel bleiben, ne? Tatsächlich. Tatsächlich würde nur noch ein Viertel bleiben. Na gut, dann mache ich mich mal da hoch. Schick mir allerdings mal ich mit dem Wagen. Bin gleich da. Willst du was einzahlen, Garlic? Pass gut drauf an. Und direkt in die Bank. Einmal Auto, wie bestellt. Ich weiß das zu schätzen. Auf uns vermutlich vorletzte Viertel. Vielleicht. Wird's ja dann nochmal spannend. Und kurz mal ausweichen, ist es bei dem Wagen irgendwie nicht so gut. Kurz ausweichen. Achtung an alle Einheiten. Wir haben einen windigen Schwarm, der Schlange den hier fährt. Er bitte sofortiges Eingreifen. Das Problem ist jetzt eben, wenn die auf mich schießen. Ich habe keine Heckscheibe. Ich habe nicht mal eine Heckscheibe um. An alle Einheiten im Fahrluftgebiet. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Kugeln abzuwehren. An alle Einheiten. Schon. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Das müssten wir eigentlich aus dem Blick verloren haben, ja. Sichtkontakt zu genau. Verdächtigem verloren. Oh, Junge, ich fahre 140 Sachen. Das ist echt minimal übertrieben. Lässt sich nicht geil fahren. Problem hatte ich jetzt eben dann nur die allgemeine Geschwindigkeit von dem Ding. Okay, Autoschmuggel. Dann geht es natürlich auch um schicke Autos. Hey, hier drüben. Bist du der kranke Wichser, der sich um Junior Holland kümmern wird? Ich kann auch gleich wieder gehen, Lady. Ganz ruhig. Hab's nicht so gemeint. Ich bin Gina Kowalski. Mein alter Herr und ich haben mit Junior Autos geklaut, bevor er sich entschieden hat, uns abzuservieren und mit Bacano weiterzumachen. Und wo steckt dein alter Herr? Ist Ostern im Knast gestorben. Oh.
Sorry. Hätte sich nicht schnappen lassen sollen. Junior schmuggelt Autos über die Best Oil Tankstelle. Er hat da ein paar Profis, die ihm Luxuskarossen anliefern. Und ganz nebenbei bringt er auch noch geklauten Sprit aus der Raffinerie unter die Leute. Wohin gehen die Autos? Ein paar verkauft er hier. Aber bei all den vermissten neuen Autos in letzter Zeit ist Junior wohl gerade dabei, eine Lieferung aus der Stadt zu schaffen. Wenn er Leute auf der Straße hat, bringe ich die zum Reden. Vielleicht finde ich sogar raus, welche Profis für ihn arbeiten. Wir sehen uns, Gina. Juniors Jungs sind harte Brocken, aber du musst was aus denen rauskriegen. Wird schon, wird schon. Ey, vor die Tür. Das ist merkwürdig, das ist die zweite Wende. Meine Karre kann ich ja jetzt nicht mehr unbedingt nehmen. Die qualmt schon vor lauter Schaden. Deswegen, nehmen wir mal den hier. Sollte ja ähnlich gut sein. Okay. Dann können wir da mal sehen, was hier. Was die nächste Mission mit sich bringt. Okay. Pablo. Hey, hier rüber. Ah, okay, es hängt wieder. So. Sie haben auf mich gewartet, oder? Richtig. Pablo Duarte. Gehören Sie zur Firma? Nicht direkt. Ist das ein Problem? Nicht, wenn Sie helfen können, zu verhindern, dass Geld an diese Kommunistenschweine in Kuba geht. Sie sind beim kubanischen Revolutionsrat. Ich habe dieses Desaster überlebt damals im Jahr 61. Bin hier gelandet. Ich habe aber noch Verbindungen. So hatte ich dann Frank Paganis Schmuggelorganisation auf dem Radar. Einer von seinen Leuten, Pops Holland, betreibt den Frachthof. Macht eine Menge Geschäfte mit Havanna. Von diesem Kommi-Gelaber über gemeinsam besitzet mir kotzübel. Diesen verdammten Motherfuckern ist nur Geld wichtig. Seit Marcano River Row verloren hat, lässt er Pops Lagerhäuser leerräumen. Er lässt sogar seine beschissenen Waren übers Wasser einfliegen. Keine Ahnung, wo genau sie abgeworfen werden, aber Pops hat einen Funker, der für ihn arbeitet. Und der weiß Bescheid. Ich bin mir sicher, Pops Leute werden mir liebend gerne helfen. Ich komm wieder, Pablo. Die Penner, die für Pops Holland arbeiten, wissen, was er plant. Sie müssen an sie rankommen. Gut. Ach, da werden ja noch ein paar Verteilerkästen zu machen. Könnte ich vielleicht zuerst erledigen. Verteilerkästen wäre schon gut. Nicht, dass ich unbedingt Gesicht auf die Gegner nutze, aber dann finde ich wenigstens. Boah, sind die schnell. Das ist doch mal eine Herausforderung. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Nicht Kontakt zu Verdächtigem verloren. Das war's schon. Ist das wirklich schon? Das Problem ist aber jetzt ein Wagen von den Korps. Dann nehme ich mal ein bisschen hier. Klappt das überhaupt? Wenn ich jetzt zwischen den eigentlich schon. Eigentlich ja schon. Ich
Kisten zu Hause hier. Ja, ich sage euch, dass ich die gesamte Walachei fahren muss. Ach so, ich war ja, klar, ich war ja schon praktisch dran gewesen. An alle Einheiten. Verfolgung beendet. Suche abbrechen. Bin ich ja nochmal ganz schnell weggekommen. Wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beendet. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. So. Okay. So viel ist mal klar. Pagani. So viele Kästen sind es hier gar nicht. Vor allem, weil ich zwei Stück schon gemacht habe. Na gut. Fahr ich wieder raus auf die Straße, ist vielleicht einfacher zu folgen, genau. Doch einen anderen Weg. Einen direkteren. Nehmen wir mal an, ich muss hier rum. Wenn ich da durchkommen würde, bei dem massiven Gitter glaube ich das aber eher weniger. Ich kann ja reinfahren. Wunderbar. Gut. Das war die nächste Wanze. Das ist rot, schwarz, blau. Was ist das denn bitte für eine Fahne? Was für eine Farbe haben die? Naja. Gut. Der nächste Kasten ist verwanzt. Hier einer und da oben noch drei Stück. Das sollte ja noch bleiben, ne? Das sollte ja machbar sein. Vor allem, weil die Wege hier, zumindest mal beim Auto, ziemlich kurz sind. Ich fahren könnte. Unglaublich. Naja, manchmal hat man eben das Glück, dass es vorhin laut. Ja, schon den nächsten anpeilen. Okay. Kürzen wir das Ganze ab. Gehen wir hier lang fahren. Ah, oh, wären schon wieder welche. Ah, verflucht. Kommt schon her. Ich habe Ärger. Alle Einheiten. Wir haben einen Mittig. Der Schlangenlinie fährt. Bitte sofortiges Eingreifen. Kannst du Schlangenlinien fahren? Ist jetzt. Wir haben ein Problem. Schlangenlinien fahren ist jetzt irgendwie verboten. Großartig. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Aber auch mal gerade so, ne? Hm. Ich schon mal hier anhalte. Kann ich den Playboy auch gerade mitnehmen? Wo hat er sich verkrochen? Sieh doch mal da. Da ist ein Cop, der mich gerade nicht sieht. Das ist gut. Warum auch immer der mich nicht sieht. Was? Hallo? Wer ist da? Warum soll ich
sollte ich das tun? Nicht ich. Oh shit, mach hin. Spannend auf dieser Welt. Ja, Deutsch. An alle Einheiten vor Ort haben verdächtigen Gesicht. Achtung an alle Einheiten. Uns wurde ein Tötungsdelikt in Tick vorgemeldet. Bitte überprüfen. Hätte schlimmer sein können. Tatsächlich. Hätte wirklich schlimmer sein können. Hallo. So. Jetzt habe ich nämlich hier oben den schon. Soweit erledigt. Aha, mein Auto steht draußen vor der Tür. Obwohl ich. Ich brauche eine neue Kiste in Tiktor. Ei. Ich bring ihn dir sofort rüber. Achso, da kommt er jetzt reingefahren. Kann ich mir ja schon entgegenfahren. Gott, was eine Karre, ey. So cool. Ich hab hier einen Wagen für dich. Ich weiß das zu schätzen. Okay. Ah, dass der Zusammenstoß hätte nicht unbedingt sein müssen, aber. Gut, was soll's? Wollen wir halt kurz mal zerstören. Ermittlung. Schade, dass ich die nicht zerstört habe. Da hätte ich wahrscheinlich eine Granate werfen müssen. Ah ja. Aber gut. Was soll's? Hey. $11 verloren. Und ich komme einfach nicht zu diesem verdammten. ich will ja nur den Schaltkasten machen. Eigentlich. Jo, Laterne abgeräumt. Ich mache also den großen Unterschied. Auch nicht schon wieder im Ernst. Okay, das war ja mal die einfache Variante davon. Ach, dieser verrückte Kasten.